Aino Nykopkowski, in manchen Quellen auch Aina Nykopkowski genannt, wurde 1950 in Finnland geboren. Zwischen 2004 und 2009 arbeitete sie in mehreren Pflegeheimen und Krankenhäusern als Pflegerin. In dieser Zeit verwendete sie Beruhigungsmittel und Opiate, um mehrere Patienten zu töten, bis man sie schließlich im März 2009 festnahm. Untersuchungen stellten fest, dass sie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hatte und psychopathisch veranlagt war. Im März 2012 wurde sie zu lebenslanger Haft wegen 5 Morden, 5 versuchten Morden, 3 schweren Angriffen, 4 Diebstählen und zweimaligen Drogenbesitzes verurteilt. Sie änderte nach der Verurteilung ihren Namen. Sie muss mindestens 12 Jahre ihrer Haftzeit absitzen. Danach könnte sie unter Umständen begnadigt werden.